Guckt aber gerade Schreckschuss, Leute. Und damit herzlich willkommen zu dem Extra-Video vom Berg. Wir lassen die Kamera jetzt durchgehend einfach ein bisschen laufen und mal schauen, was das für Aufnahmen werden. Ich hoffe auf geile Stimmung, auf krachende, laute Explosivität aus Berlin-Marzahn, Leute. Viel Spaß! Was geht eigentlich dieses Jahr bei dem Kollegen hier? Ich hoffe, der hat doch was vorbereitet für uns hier heute. Wir warten auf jeden Fall. Yeah! Geht das? Ja. Komm mal rüber zu mir. Ich habe sogar mit Zoom gemacht. Das war mir jetzt zu viel. Drei auf einmal. Was an oder was? Ja, viel. Russland! Hier ist die Römer! Junge, ist der dicht, Alter. Hier sind die Römer. Vier Stück. Okay. Alter, da bin ich gar nicht mitgekommen. Ja! Ganz da hinten eine Batterie. Hört man gar nicht. Ist das geil. So, die Sonne ist untergegangen. Und der Wind bleibt vorhanden. Was? Batze raus. So dunkel. Da, der leuchtet mit Laserpointer zu uns. Das habe ich vorhin schon mal angefilmt, als wir dort standen. Ja. Reno, oder nee, doch nicht. Alter, Alligator oder so. Was hast du? Oh mein Gott, was machst du? Du wirst wie so ein zweijähriges Kind nach oben, nicht nach in die Weite. Jetzt geht's wieder los.
Schreckschuss verarbeitet. Hä? Das ist die Konfetti-Kanone. Konfetti. Ich will F1. Hier kommt die Security. Kannst dich erinnern. Security! Meine erste Begegnung mit Berliner, Alter. Wegen Konfetti-Kanonen. Ja, Mann. Boah, da hinten, ja. Das ist vorbei. Achtung, ein bisschen Abstand. Tut mir leid. Alles gut. Wow. Boah, cool. Jetzt geht's hier los. Von mir filmen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja, da habe ich auch noch drauf. Oh, rennt! Feuerwehrmann Julian. Ist schon wieder vorbei. Hast Wie du heißt dieser Feuerwehrmann? Sam. Sam, der Feuerwehrmann. Feuerwehrmann Julia. Oh, geil, wie die Stadt jetzt anfängt zu leuchten. Feuerwehrmanager. Dreckswind, Leute, ich raste echt aus, ey. Boah. Soll ich? Warte mal, du antwortest gleich. Guck mal, man sieht auch da, wie der Wind die Bombetten runterfliegen lässt, runterdrückt. Ja, hau runter. Boah, er ist da! Er ist da! Er ist aufgewacht! Er ist aufgewacht! Er ist aufgewacht! Junge, ich glaub's nicht! Er begrüßt uns mit einem Strobo und wir grüßen ihn auch! Und Strobo werden? Ja, mach, mach, komm! Ja, ich habe einen Balkon drauf. Der vierte. Ne, der dritte. Dritte Stock. Jawohl, Jungs! Er ist aufgewacht, Leute. Er ist aufgewacht. Der verlorene Sohn aus dem dritten Stock mit seinen FP3s. Er macht den Strobo und wir werden ihm jetzt mit einem Strobo antworten, Leute. Da hinten geht eine fette Batterie. Batterien gehen jetzt hier am laufenden Band. Und wir haben jetzt gerade mal wie viel Uhr? 16:30? Ja, kommt hin. 16:40 Uhr. Hier einfach hinwerfen. Nee, mach hier runter. Der muss es ja perfekt sehen.
Überall blitzt es, Leute. Unfassbar. Das ist die Antwort. Oha, die sind heftig. Also gefühlsmäßig geht es hier mehr ab als letztes Jahr jetzt heute. Also dieses Jahr vom Gefühl her lauter. Hier, es blitzt überall. Da hinten auch. Leider schon aus. Schreckschuss war das. Crazy. Da merkt man, wie weit weg die sind. Alter. Trotz Verkaufsverbot, Leute. Alle haben sie Feuerwerk, weil alle Nachbarländer Feuerwerk verkaufen. Und Deutschland zu blöd ist, um zu checken, dass ein Verbot keinen Sinn macht, sondern nur zum Gegenteil führt. Das ist der klare Beweis. Das Feuerwerksverbot macht keinen Sinn. Ich liebe diesen Zoom. Überall geht was hoch, Leute. Überall geht was hoch. Es knallt am laufenden Band, Batterie wieder. Oh. Das war eine Kugelbombe. Wieder eine Fallschirmrakete. Ist das krass. Oder Signalnot. Heftig. Sehr, sehr geil. Oh, das sind wieder so Fallschirmraketen. Gab es die irgendwie im Sonderverkauf in Berlin oder so? Die sind voll cool aus. Ja, und gerade eben hat die einmal so übel Signalnot. Ja, das habe ich gesehen. Hast du gesehen, ne? Wo ist unser Freund? Ja, der hat einen Strobo gezündet, aber mehr nicht. Bin auch ein bisschen enttäuscht von dem. Oh, falsch rumgezündet, Kollege. Erstes Finale. Ey, der Wind
öd hier meine Kamera um. Direkt die nächste. Junge, Berlin ist so crazy. Junge, wie ist die Bombetten auf dem Boden zerlegt? Beziehungsweise so tief. Ey, überall Batterien jetzt hier, als wäre es 0 Uhr fast, ne? Ja. Als wäre es so kurz vor 0, so ist eigentlich die Stimmung dann. In so vereinzelt Batterien. Guck mal, hör mal. Das Blitzen auch. Guck mal. Boah! Wow. Kleines Schälchen. Was sind das für welche? Die P1. Ah ja. Die Führerhunde. Boah, schon wieder. Schöne kleine Salutshells. Wahrscheinlich die 2 halber oder so. Könnt ihr kurz Stopp machen? Jetzt drehen sie alle ab. So, wie viel Uhr haben wir? 17:08. So viel dazu. Man hört nur F3, F4, Leute. Danke, Merkel. Was ist denn da hinten los? Ununterbrochen Batterien, Schreckschuss. Ununterbrochen. Immer wieder schön Renus, bleibt der Klassiker. Schöne Funke Trillerrakete wahrscheinlich. Das sind doch die Trillerraketen.
wurde den Alkohol nicht verboten. Deswegen die Sirenen. Weil man falsche Entscheidungen getroffen hat. Lasst es einfach so durchlaufen, Leute, genießt es einfach. Deutlich mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr musste ich viel cutten, weil zwischendurch... Alter! Weil letztes Jahr war zwischendurch immer mal ruhig, aber dieses Jahr am laufenden Band. Am laufenden Band. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Das ist eine fette 30 mm Cake. Welche Batterie ist das? Ihr kennt es. Überall sieht man es blitzen zwischen den Häusern, ey. Betteln sich hier so hart. Boah, die da hinten, die drehen so durch. Eine Batterie nach der anderen, Alter. Und der Wind dreht auch durch. Alter! Fühlt euch gegrüßt da hinten, Alter. Unnormal. Sehr geil. Hier, der Kollege. Oh. Der Kollege ist wieder am Start, aber nur noch mit Strobus. Sonst kommt da nicht viel von dem. Das ist echt eine Enttäuschung dieses Jahr. Wieder da hinten. Was ist denn das für ein Schild da? Krank, was ihr da hinten raushaut. Sehr geil. Wird langsam ungemütlich, ne?